Willkommen zurück hier zum Mystic Quest Legend. Zwei Schlachtfelder sind noch offen und hier haben wir drei fiese Mistdinger, die wir nicht mit Magie angreifen dürfen. Dann machen wir es halt anders, mit normalen Attacken geht ja auch mal ab und zu. Und da mit Doppelangriff haben, nutzen wir das auch schamlos aus. Und dann hoffen wir, dass wir was Schönes geschenkt bekommen. Wäre doch wünschenswert. So, ein wenig mehr extra Erfahrung nehmen wir gerne so mit. Und hier haben wir noch, ouch, einen Überraschungsangriff, den wir verkraften müssen. Aua, aua, aua. Aber egal. Jetzt wird's reichen für die, für unsere Freunde, deren Namen ich übersprungen habe. Wie heißen die denn? Ah, egal. Wir werden schon noch rausfinden irgendwann. Was bekommen wir hier? Noch mehr extra Erfahrung. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir können aufbrechen in Richtung Sturmberg. Der nämlich genau hier liegt. Und hier haben wir auch quasi schon gleich wieder ein kleines Labyrinth. Ja, haben wir. Und das müssen wir irgendwie durchkreuzen, überkreuzen. Bei schöner Musik. Die Musik hat auf jeden Fall was, finde ich. Sehr schön. Da haben wir nur eine braune Kiste, die brauchen wir jetzt nicht. Also weiter hier umschauen. Auf dem Sturmberg. Wo es ja eigentlich ganz ruhig ist. Von Sturm sicher nicht viel. Oder kommen wir nicht viel mit. Doppelangriff gegen Säbelzinken und einen Qualenfürsten. Wuppdi, kawuppdi, schawuppdi. Dürfte genügen. Ich hätte eigentlich auch ein Felsenaura-Dingen sparen können, aber egal. Wir sind ja heute verschwenderisch, ist halt so. Vielleicht mal hier oben lang. Ich habe keine Ahnung. Doppelangriff, noch einmal. Ist ja unglaublich. Da würde ich aber sagen, diesmal nehmen wir mal unsere Bomben. Halt. Jetzt aber. Sollte doch klappen. Und es klappt auch. Gut. Wo kommen wir hier hin? Gute Frage, da oben wollen wir hin. Also hier rechts quasi. Nur wie? Das ist hier die Frage. Erstmal gehen die Dinger hier hops. Irgendwann mit der Zeit. Und wir sind gegen fast allem immun. Das dummeste Leben jetzt noch hier, die Viecher. Das gefällt uns gar nicht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt gehen sie alle down. Und wir nutzen die Gunst der Stunde und heilen uns. Ehe wir aufbrechen in Richtung irgendwo hin. Hier hoch. Da können wir gar nicht hoch. Doof. Gut. Verdammt, keine Magie mehr.
Na super. Ja, ich hab's verbockt, ich weiß. Alles gut. Bevor ich es vergesse, gleich in jedem Falle einen Zaubertrank einnehmen. So. Und dann mal weiter eilen. Denn hier irgendwo muss es ja weitergehen für uns. Was haben wir hier oben? Gar nichts, eine Sackgasse. Toll. Dann aber hier hoch, oder? So, in zwei Runden müssten die hier auch down sein. Oh oh. Nein, wie doof. Doof, doof, doof. Das trifft jetzt Gott sei Dank nicht. Und down. Da hatten wir ein bisschen Glück. Und Pech auch. Es gleicht sich alles aus im Leben. Ist halt so. Moment. Vielleicht hier hin? Da können wir sogar nicht hin, verdammt. Dann müssen wir hier oben lang. Hm. Vielleicht hier unten? Lang hüpfen? Ja, ist richtig. Gut. Dann gehen her diese Viecher ganz fix hops, damit wir gegen den nächsten kleinen Mini-Boss antreten können. Wir wurden aufgestuft. Passt ja. Blendend. Halt. Fix noch einen Zaubertrank nachwerfen. Und dann geht's. Los gegen den nächsten Mini-Boss. Der da heißt Sir Dollehen. Dollehen? Ja. Dollehen, Dollehen, irgendwie sowas. Und wir hoffen, dass diese... Oh, ja, wir sind schon tot. Jetzt zumindest. Cool. Ist ja ein klasse Beginn schon mal. Wir beleben uns mal wieder. Ja, ist ja ein Weltklasse-Beginn hier. Au, au, au. Alter, ist gut. So. Ein Flederviech stirbt in jedem Fall. Und wir sind eingeschlafen. Ist ja auch so unspannend hier. So muss es doch gehen. Gott sei Dank, jetzt sind schon mal die Viecher hin. Und wir können uns kümmern um den Hauptcharakter, um den Hauptbösewichten. Der unsere Kalia mit einem Blitzschlag trifft. Wie mies. Aber dennoch haben wir uns wieder gefangen, einigermaßen. Tod und Verderben. Ja. So machen wir das jetzt wahrscheinlich 20 Runden. Bis er dann hoffentlich down geht. Und was cool ist, weder das Pferd noch er hat einen Kopf.
Beziehungsweise er trägt seins. Seinen Kopf im Arm. Ist auch cool. Halt, Moment. Sie heilt uns. Dämonending. Aua, aua, aua. Und er wird und wird einfach nicht schwächer. Wie doof. Jetzt pennen wir sogar. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Na, wisst ihr was? Wir schmeißen mal einen Zaubertrank nach. Jetzt haben wir schon mal genug Magie. Und sie heilt sich mal, weil sie wichtiger ist, als darf doch nicht wahr sein. Nein. Machen wir einfach jetzt mal so. Todestanz trifft Gott sei Dank nicht. Wir können beide mal angreifen. Was ganz Neues. Und das Pferd geht allmählich down. Und unsere Kalia ist besiegt. Na super. Und wir womöglich auch. Bitte nicht. Oh oh. Gott sei Dank. Sie lebt wieder. Wir haben wieder Hoffnung. Halt. Wir nehmen wieder unseren Felsaura. Und sie macht so. Ist vielleicht leicht defensiv meine Taktik hier, aber ist ja egal. Merkt ja keiner. Und der Sir Dalahan wird immer verzweifelter mit der Zeit. Der gute. Aua. Geh down. Noch nicht. So. Und mein Gefühl sagt mir, jetzt gewinnen wir. Und ist er recht behalten. Wir haben es geschafft. Damit haben wir den Hauptbösewichten besiegt. Und reicht das schon? Also ich glaube mal schon. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir hier noch was haben. Noch. Und zwar eine rote Truhe, aber wo? Das ist halt die Frage. Erstmal sterben diese Viecher hoffentlich. Noch nicht ganz. Aber jetzt gleich. Und dann müssen wir gucken, wo wir sie haben. Unsere Truhe. Ansonsten suche ich offscreen. Hey, irgendwo ist sie. Kann man so nicht rüber. Aber so. Da haben wir sie. Da oben. Tatsächlich. Und wir haben vergessen, Magie aufzufüllen. Na, ganz toll. Machen wir mal so. Aua. Aua. Und noch mehr Aua. Und dann nehmen wir mal unsere geliebte Felsaura. Nein, wie doof. Sie trifft nicht. Das ist doch nicht wahr. Wir dürfen nicht angreifen, jetzt schon. Was ganz Neues mal.
Die leben auch noch. Doof, doof, doof. Ja, und jetzt werden sie down gehen. Und wir finden den Marshelm. Noch mehr Verteidigung. Na super. Ja gut, dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Am Anfang des Dungeons. Und bis dahin, macht's gut.